Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und der Staat bundesweiter Regionalkonferenzen Zukunft Mittelstand bei der Handwerkskammer Koblenz, wie auch die Fortsetzung der HWK-TV-Serie zur Restaurierung eines 250 Jahre alten Hauses durch Fachhandwerker. Das sind die aktuellen Themen in HWK-TV. Mit der Regionalkonferenz Zukunft Mittelstand der Bundeswirtschaftsminister im Dialog fiel Mitte Dezember im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz der Startschuss für den bundesweiten Dialog mit Vertretern des Mittelstandes, den Sigmar Gabriel gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, dem Bundesverband der Deutschen Industrie und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag initiiert hat. Dabei geht es um Informationen aus erster Hand, um den Erfahrungs- und Meinungsaustausch, wie auch um die Vermittlung von Werten, die sich unmittelbar mit dem Mittelstand verbinden. Bis 2016 wird es mehrere Regionalkonferenzen geben, deren Ergebnisse abschließend in Berlin zusammengetragen werden. Im Rahmen der Koblenzer Auftaktveranstaltung im HWK-Zentrum stellte sich der Bundeswirtschaftsminister vor 150 Teilnehmern den Fragen der Wirtschaftsvertreter und setzte seine Akzente im Dialog mit dem Mittelstand bei den Themen Energieeffizienz, Digitalisierung der Wirtschaft, Fachkräftesicherung und Investitionen. Die Wahl des ersten Veranstaltungsortes war aus mehreren Gründen gut gewählt. Als authentisch und im Herzen des Handwerks beschrieb HWK-Präsident Kurt Krautscheid bei seiner Begrüßung das HWK-Zentrum als in vielen Bereichen mit besseren Kennziffern als der Durchschnitt der Bundesrepublik ausgestattet, lobte Sigmar Gabriel das mittelständig geprägte Flächenland Rheinland-Pfalz. Für den Zentralverband des Deutschen Handwerks war Präsident Hans-Peter Wollseifer nach Koblenz gekommen und stellte die aktuellen Herausforderungen um die Flüchtlingssituation heraus, die vor dem Hintergrund einer wirtschaftlich guten Lage in Deutschland gute Chancen habe, bewältigt zu werden. Umso wichtiger sei vor diesem Hintergrund eine Wirtschaftspolitik, die auf die Mehrheit der Unternehmen in unserem Land ausgerichtet ist. Und das ist der Mittelstand. Der Aktionsplan Mittelstand sei der richtige Ansatz, so Wollseifer, nannte aber auch Hemmnisse wie zurückhaltende Investitionen in Verkehrsinfrastruktur und Bildung oder zu hohen Bürokratieaufwand, der den Mittelstand häufig bremse. Ein Thema, das die Unternehmensvertreter ihrerseits mehrfach aufgriffen und gerade mit Blick auf internationale Wachstumsmärkte kritisierten, dass zu viel Bürokratie in den Geschäftsprozessen Wachstumsmöglichkeiten einenge. Sigmar Gabriel griff diese und andere Hinweise auf und nahm sich für die Beantwortung viel Zeit. Er stellte dabei immer wieder die Rolle des Mittelstandes für den Wirtschaftsstandort Deutschland heraus und sprach sich klar aus. Mittelstandsförderung ist Kern der Wirtschaftspolitik. Der Politiker war sich mit den Wirtschaftsvertretern einig, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur beschleunigt werden muss und nannte ein klares Ziel. In 10 Jahren muss Deutschland über die beste digitale Infrastruktur weltweit verfügen. Durch die Veranstaltung führte HWK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden, der sich wie Sigmar Gabriel und HWK-Präsident Kurt Krautscheid über die Themenvielfalt in der Diskussion freute und auch darüber, dass so viele Betriebsinhaber von der Dialogmöglichkeit Gebrauch machten. Ich bin immer ein bisschen überwältigt von der Veranstaltung, weil eine sehr tolle Veranstaltung war, sehr gute Fragen, sachdienlich für uns alle. Und ich glaube, dadurch gut war, dass wir Handwerk, so von der Handwerkskammer, also von den Unternehmerverbänden und IHK zusammen gemacht haben, weil man doch sieht, wie viele Themen da sind, die übergreifend sowohl über Handwerk als auch Industrie sind. Und der Herr Bundesminister hat eine tolle Figur hinterlassen. Also ein ganz toller Eindruck. Er hat auf alle Fragen antworten können. Und ich glaube auch, dass es für ihn wichtig ist, mal an der Basis zu hören, wo der Schuh wirklich drückt, sowohl uns Handwerkern als auch den anderen Mittelständlern. Eine tolle Veranstaltung. Fazit der Regionalkonferenz. Der Mittelstand ist grundsätzlich gut aufgestellt und blickt optimistisch in die Zukunft. Um Zukunft für die Vergangenheit dreht sich alles auf dieser Baustelle. Das 250 Jahre alte Äbtissinnenhaus in Marienthal an der Ahr wird aktuell aufwendig saniert. Seit einigen Jahren in Privatbesitz wird aktuell eine aufwendige Komplettrestaurierung durchgeführt. Im Oktober sah es noch so aus. Das Dach demontiert, wurde ein umlaufender Ringanker gegossen, auf den der gesamte Dachstuhl neu aufgebaut werden soll. Für die beteiligten Handwerksbetriebe eine Herausforderung, denn das historische Gemäuer steht unter Denkmalschutz und wird in seiner 2,5 Jahrhunderte alten Geschichte erstmals von Grund auf überarbeitet. Im November dann nimmt der aufwendig sanierte Dachstuhl Formen an.
Die Zimmerei Harnisch aus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Dachkonstruktion vor der Demontage genau vermessen und dank moderner Computerprogramme ein System erstellt, alles wieder so aufzubauen, dass die ehemalige Optik erhalten bleibt. Sofern möglich, wurden auch alte Balken wieder in den Aufbau integriert. Nun greifen die Dachdecker zu Werkzeug und Schiefer. Die Spezialisten des Unternehmens Beicht aus Bundenbach bei Idar-Oberstein sorgen für den oberen Abschluss. Bauleiter Eberhard Fischer als selbstständiger Maurermeister sowie Fliesenplatten- und Mosaiklegermeister aus Grafschaft Överich, ebenfalls in die Restaurierung eingebunden, beschreibt die aktuellen Arbeiten so. Die Dachdecker, die machen jetzt die restlichen Schieferarbeiten auf den neu erstellten Dachstuhl. Und ich mache die Giebel auf Richtung A und Richtung Haupthaus, die wir vorher abgeschlagen haben aus alten Tuffsteinen. Die stelle ich neu auf, mauer die neu auf und bin zurzeit daran, die Fenster, da sind runde Fenster drin, die zu verschalen und dann entsprechend bis an den Dachstuhl auszumauern. Das ehrgeizige Projekt, begleitet auch von Denkmalschutzexperten, wird auch weiterhin qualifizierte Fachhandwerker fordern, die hier nicht nur eine Sanierung mit Anspruch durchführen, sondern auch zeigen können, was alles möglich ist und wie modernes Handwerk auch historische Herausforderungen meistern kann. Denn eines haben die Beteiligten bereits nachhaltig kennengelernt. Auch die am Neubau aktiven Handwerker waren Spezialisten ihres Faches und haben der Nachwelt eine exzellente Leistung hinterlassen, die immerhin 250 Jahre Wind, Wetter und ganz verschiedenen Nutzungsansprüchen von Eigentümern getrotzt hat.